Hallo! Hallo! Ich kann winken. Das habe ich vom Daniel abgeguckt. Ich wusste gar nicht, dass ich winken kann. Ja, also bevor ich hier den ganzen Abend auf Winken drücke. Hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir nähen heute Block Nummer 14. Das ist die Wetterfahne. Also diese Fahne, die man auf dem Kirchturm sieht, das ist ja der Wetterhahn. Hallo nach Berlin. Hallo Kerstin. Kerstins. Das sind ja zwei. Zwei untereinander, zumindest bei mir. Das wird ja immer ein bisschen anders angezeigt. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich, dass ihr wieder mit mir näht. Ihr bekommt wie immer die Anleitung im Online-Shop, ist auch schon online, Block Nummer 14, heute Woche Nummer 14, Block Nummer 14, einzeln im Online-Shop oder im kompletten Sampler mit den 52 Blöcken, wo ihr jede Woche einen Block, eine E-Mail von mir bekommt mit einer neuen Anleitung. Und wie gesagt, heute die Wetterfahne. So kann er ausschauen. Ihr könnt ihn natürlich auch andersfarbig zusammensetzen. Hallo nach Düren. Ja, in Köln war ich am Wochenende. Kann ich euch auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Hallo in den Norden. Da ist immer so viel Wind. Aber bläst einem vielleicht mal das Hirn frei, wenn man zu viel im Kopf hat. Weil bei uns ist es immer sehr windstill. Also wenn ich gerade rausschaue, es bewegt sich kein Ästchen. Aber das ist so mein Lieblingswetter. Hennstedt-Ülzburg. Wo immer das auch ist. Also wir sind im Moment hier in Beringersdorf. Das ist so ein kleiner Vorort vor Nürnberg. Und ja, schön hier eigentlich. Ein bisschen ländlich und doch schnell in der Stadt. Wir waren nämlich heute, deswegen zu meiner Schande muss ich gestehen, es gibt heute keinen vorgenähten Block, weil wir heute in Nürnberg waren, weil mein Sohn vorletzte Woche 12 Jahre alt wurde und heute hatten wir Geburtstagskinoausflug. Und wir haben Super Mario angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas als Film gibt und dass es meinen Sohn überhaupt noch interessiert, sowas. Aber das Kino war knackig voll. Das war heute die Premiere bei uns. Also war ganz lustig, weil die Musik, die war wieder aus meiner Zeit, also aus den 80ern, 90ern. Das war mal wieder sehr spannend. Und komischerweise können die Kinder trotzdem mitsingen. Also ich fand's lustig. Ja, deswegen gibt es heute keinen vorgenähten Block, weil ich, wie gesagt, im Kino war mit den Kiddies und meinem Mann und meiner Tochter. Schleswig-Holstein. Da haben wir doch mal einen Anhaltspunkt. Zwischen Norderstedt und Kaltenkirchen. Kaltenkirchen? Erinnert mich aber wieder an diese... Da gibt es auch so eine Fernsehserie mit der Nonne und dem Bürgermeister. Das ist, glaube ich, Kaltenburg. Okay, nee, ich schweife ab. Also, wir wollen die Wetterfahne nähen. Ich habe wie immer hier zwei Zeichnungen unten möglich. Das sieht doch mal ganz anders aus. Also da seht ihr mal, was passiert, wenn man da Farbe dazu gibt. Dann hat das Auge was ganz anderes zu tun, als wie wenn man nur diese einzelnen Teile sieht ohne Farbe. Also da könnt ihr mal schön malen und euch ein bisschen ausprobieren. Es soll natürlich bei der Wetterfahne darum gehen, dass dieses Rad hier drin, also das ist dann praktisch der Stab in der Mitte und das sollen praktisch die Flügel darstellen, dieses Wetterrades, dieser Wetterfahne. Und das soll natürlich dann irgendwie dargestellt sein. Also da muss man dann schon darauf achten, dass vielleicht dieses Kreuz wirklich in einer anderen Farbe gehalten ist, damit man auch diese Drehung hier in der Mitte irgendwo ein bisschen kenntlich macht mit den Stofffarben. Dann habe ich den Block wieder in verschiedenen Größen berechnet. Den gibt es diesmal in 20x20. 30x30 und 40x40 cm. Zugeschnitten habe ich ihn hier in 20x20 cm, also in der kleinsten Größe.
Und dann gibt es den Block natürlich wieder in Inch. Da gibt es ihn in 10x10, 15x15 und 20x20 Inch. Könnt ihr euch raussuchen, entweder Zentimeter, Inch, klein, mittel, groß. Also da habt ihr viel Auswahl. Auch habe ich hier unten mal so einen Tischläufer dargestellt, wie das Ganze aussieht, wenn man einen Tischläufer draus machen möchte. Und hier auf der letzten Seite habe ich hier den normalen Block. Das wäre dann, wenn man es im Quilt macht. Wenn man jetzt bei dem Block aber die Ecken hier in der Farbe des Kreuzes macht, dann sieht der Quilt gleich ein bisschen anders aus. Ich halte es mal ein bisschen zurück. So, dann haben wir also hier den, den ich auf der ersten Seite auch hatte, also den Block mit allem Grauen und in der Mitte bloß eine andere Farbe. Und wenn man, wie gesagt, die Ecken hier auch in der anderen Farbe macht, dann wirkt das gleich ein bisschen freundlicher, finde ich. Also das kommt gleich ein bisschen schöner rüber. Und ich finde, dann ist der Rand auch ja ein bisschen stimmiger. Das sieht dann ein bisschen wie so Rundungen fast aus, ne? Das ist die, wie so Bögen. Man könnte den Rand natürlich dann auch hier, wenn man das grau macht, hier außenrum, dann hätte es vom Rand her den gleichen Effekt. Aber ich finde es auch schön, wenn diese Ecken hier ein bisschen heller sind. Also da muss man gucken, was man möchte, was man darstellen möchte. Und ich habe jetzt einfach das genommen, was ich auf der ersten Seite hatte. Also hier auf der ersten Seite, so habe ich es jetzt zugeschnitten, bloß nicht mit Orange. Das gibt bei mir die Stoffserie nicht her. Da ist kein Orange dabei. Und deswegen habe ich in die Mitte so ein Bordeaux. Das sind wieder die Stoffe von Juicy Juice. From the Basement. Ja, Basement. Also so ein gräulich-grüner mit so Strichen. Und hier so ein Bordeaux-farbener mit so einem Flügel, Libellenflügelmuster. Genau. Und der Hintergrund, das ist der Linea von Macauer. Davon haben wir, glaube ich, 20 verschiedene Farben im Shop. Müsst ihr mal gucken, wenn euch der interessiert. Das ist ein schöner Basic-Stoff. Der ist halt mit so einem kleinen Strichmuster. Ja, also ich finde immer mal wieder schön, wenn der Basic ein bisschen was haben soll, aber nicht zu aufdringlich sein soll. Dann ist der gut. Ihr seht, der Block an sich ist heute sehr in Einzelteilen gehalten. Also wir haben nur Quadrate und Dreiecke. Und ich fange jetzt einfach damit mal an, dass ich die Dreiecke zusammennähe. Das ist, glaube ich, auch so vom Nähschritt her in der Anleitung beschrieben. Genau. Also wir nehmen einfach mal alle entweder auf dem Tisch neben die Nähmaschine so hinlegen, dass man weiß, welches wohin kommt. Ich sage immer, wenn man möchte, kann man auch gerne ein Foto machen von dem, wie man sich es ausgelegt hat. Besonders wenn man einen ganzen Quilt näht mit verschiedenen Blöcken, ist es immer ratsam, wenn man den entweder an die Wand hängt, wenn man so eine Design Wall hat. Nur wer Fragen dazu hat, die Design Wall ist unser Cotton Mix. Das ist ein ganz normales Vlies, das man normalerweise in Quilts reintut. Und das ist hier eben auf Latten. Und die Latten haben Styropor hinten dran als Verstärkung. Und darüber ist dann das Vlies gespannt. Man könnte aber auch das Polyestervlies nehmen, das wir im Shop haben. Also da ist, wie gesagt, das Cotton Mix, das Polyestervlies, das ist egal. Hauptsache, es ist ein bisschen hochflorig, damit der Stoff da so schön dran hängen bleibt. Dann kann man den da wirklich so dran machen. Und was ich sagen wollte, wenn man ein Foto von seinem Design macht und das dann auf dem Handy anschaut, dann kommt das manchmal auch noch ganz anders rüber und man sieht vielleicht, was jetzt nicht gut ausschaut. Also das ist manchmal sehr seltsam. Man steht davor und denkt sich, ja, so passt's. Und dann macht man ein Foto und denkt sich, hui, da ist einer neben einem, die dann ähnlich ausschauen. Und dann
kommt das gar nicht so zur Geltung. Also Fotos machen von seinem Design ist immer gut, damit man sieht, was los ist und unter anderem, damit man später nochmal den Überblick hat. Ich stecke mal schnell mein Bügeleisen ein, damit das hier schon mal vorglüht. Und ja, dann schiebe ich jetzt einfach mal die Dreiecke. Die habe ich jetzt hier alle so zu so kleinen Paketen aufeinander gelegt. Und dann schiebe ich die jetzt einfach der Reihe nach durch. So. Na, ich glaube, es hört sich an, als würde mein Unterfaden leer werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, den nächsten anzulegen, einfach ein wenig langsamer nähen, damit sich die Spitze nicht in den... Da stimmt was nicht. Ich sag doch, irgendwie hört sich der Unterfaden komisch an. Müssen wir mal gucken. Ja, er ist leer und der letzte Rest, der hängt sich bei mir dann immer so um die Spule und verhängt sich dann da immer. Deswegen hört sich das dann immer ein wenig komisch an. Jetzt spule ich erstmal. Meinetwegen könnt ihr mir dazu gucken. So, also muss man ein wenig umfädeln. Meine Spulen sind nämlich so gut wie leer. Also ich habe sonst immer so buntes Zeugs auf den. Siehst du, ich mache das ja jetzt gerade falsch. Da macht man das jahrelang, ohne nachzudenken. Und wenn man anfängt nachzudenken, dann wird es nichts. Also ich wollte sagen, meine Spulen benutze ich sonst immer ganz gut auf, weil es ist ja eigentlich egal, wenn man mehrere Sachen näht, die farblich und unterschiedlich sind, so wie bei dem hier jetzt. Da wäre ja hell und dunkel möglich. Also da könnten wir jetzt alle möglichen Unterfadenspulen benutzen. Aber ich habe so gut wie alles aufgebraucht. Und deswegen müssen wir hier mal spulen. Dabei kann ich den unschönen Faden mal ein bisschen wegmachen. Weil, wie gesagt, das hat sich schon seltsam angehört. Da hätte ich mir schon denken können, dass das nichts wird. Aber man probiert es ja immer. Man näht ja immer noch mal ein bisschen weiter. Es könnte ja doch was werden. Aber naja. So. Ist er bald fertig. Ja. Also, dann haben wir den wieder aufgespult. Dann wieder in die Spulenkapsel. Wer es noch nicht weiß, die Fadenspannung bei der Spulenkapsel, wenn ihr das da so reinfädelt, immer gegen den Uhrzeigersinn. Und bei mir habe ich hier oben noch mal so ein Öhr, das ist noch mal, damit es noch hübscher wird, damit die Fadenführung noch besser ist, hat Bernina das so gemacht. Und die Fadenspannung bei der Unterfadenspule, das ist wie gesagt hier ein bisschen tricky. Also noch mal, wir fädeln gegen den Uhrzeigersinn. Dann treffen wir irgendwann die Öse und jetzt haltet ihr das so in eurer Hand und eigentlich wäre schön, wenn er drin bleibt. Heute ist nicht mein Prüftag. Also ja, und jetzt könntet ihr so ein bisschen, er mag heute nicht Jojo spielen. Also wenn ihr dann so einen kleinen Rucker macht und das geht so ganz leicht runter oder es saust womöglich komplett runter, dann stimmt eure Fadenspannung nicht. Er muss, also so wie ich es gerade eben hatte, er muss, ja sag mal, was ist denn heute? Also er muss schon, also entweder habe ich ja blöde Spule, er muss schon hier bleiben,
Und ich hebe ihn jetzt bloß nicht hoch. Ihr könnt ihn hochheben. Und wenn ihr ihn hochhebt und er bleibt in der Luft schön hängen, dann habt ihr die richtige Fadenspannung. Wenn er aber runtersaust, oder ihr könnt den Faden hier einfach so rausziehen, dann habt ihr die falsche Fadenspannung. Er muss wie so ein bisschen, wenn ihr so ruckartig zieht, dann muss das so ganz leicht Jojo-mäßig ein bisschen nach unten rutschen und dann ist die richtige Fadenspannung. Wenn aber dann, wenn ihr den Faden hier einfach so anziehen könnt und die Fadenkapsel, wer mag heute nicht, ratscht oder euch so nach unten, dann dreht mal ein bisschen fester hier. Also das dreht man dann, bei mir ist es auch andersfarbig. Das wird dann ein bisschen fester hier außen, aber nicht zu viel. Also das ist auch wieder so ein Mitgefühl. Aber das ist so beim Einstellen der Fadenspannung. Da war eine Frage. Nimmst du immer den hinteren Garnhalter zum Spulen? Ja. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, warum. Das mache ich schon immer so. Und jetzt tue ich es nämlich wieder umfädeln. Jetzt tue ich ihn wieder hier rein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde mir das im Nähladen damals so gezeigt, im Nähmaschinenladen. Und dann mache ich das seitdem so. Keine Ahnung. So, wieder alles eingefädelt. Auch ein Tipp, wenn eure Nähmaschine mal nicht möchte. Dann gibt es so ein paar Dinge, die man nachprüfen kann. Ich würde erst mal gucken, ist meine Nähmaschine richtig eingefädelt? Dann würde ich gucken, passt die Fadenspannung in der Spule? Passt die Fadenspannung hier oben? Hat vielleicht irgendein Kind, irgendein Mann, die Katze, wer auch immer da an diesen kleinen Rädern drehen könnte? Hat da jemand rumgedreht? Weil die Fadenspannung hier oben, die dreht man ja an diesen, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber normalerweise immer hier in der Nähe vom Greifer immer so ein Rädchen. Und das würde ich mal prüfen. Dann würde ich prüfen, ob ich eine gute Nadel habe, ob die Nadel vielleicht getauscht werden muss. Dann sowieso ölen mal ab und zu, säubern mit dem Pinsel, die ganzen Flusen und Reste rausnehmen. Und ja, wenn das alles nicht hilft, dann würde ich mal vielleicht noch ein neues Garn nehmen, weil manchmal ist die Garnrolle schon etwas älter. Oder auch eine andere Farbe. Manchmal rot reißt immer recht gern. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist die Farbe an sich relativ aggressiv beim Färben des Fadens. Also rot ist immer so eine Farbe, die ist ein bisschen schwacher manchmal. Und wenn das alles nicht hilft, dann würde ich erstmal zum Nähmaschinenhändler gehen und fragen, ob der nicht mal gucken kann. Aber vorher, wie gesagt, diese ganzen Sachen, Fadenspannung, Nadel, säubern, ölen, und was man alles eben so machen kann. Manchmal steht im Nähmaschinenhandbuch auch noch extra drin, was man machen könnte, wenn die Nähmaschine irgendwelche komischen Fehler bringt. Also da kann man sich eigentlich immer schon relativ gut behelfen. Jetzt muss ich gucken, weil der ist ein bisschen ausgefranst. Was mache ich denn da eigentlich heute? So. Und die schiebe ich jetzt einfach der Reihe nach durch. Schau, dass die alle schön aufeinander liegen. Wie gesagt, bei den Dreiecken muss man am Anfang ein wenig langsam nähen, damit der Fuß die auch schön erwischt und dass die Spitze sich nicht da unten in den Kasten reinzieht. Hat zum Beispiel letztens bei meiner Longarm war es so, da wollte nicht, hat nicht genäht oder nicht schön genäht und schlussendlich hatte ich, während sie eingefädelt war, hatte ich sie gesäubert und irgendwie durch dieses Durchpinseln und Staub entfernen hat sich irgendwie der Faden aus einem Teil gelöst. Und dann wollte sie nicht mehr. Bis ich aber da drauf gekommen bin, hatte ich auch schon mal meinen Nähmaschinen-Doktor angerufen, die liebe Regina. Und
die hat dann auch schon versucht, mir zu helfen, bis ich eben draufgekommen bin, dass ich Dödel da mit dem Pinsel zu viel geputzt habe und den Faden mit rausgeputzt habe. Also ihr merkt, es gibt manchmal viele Möglichkeiten, warum sie nicht so will, wie wir wollen. Deswegen nicht verzagen, einfach weiter probieren. So, wir haben jetzt hier schon eine Kette genäht. Das Ganze nennt man wieder Chain Piecing, also Ketten nähen. Und die ganzen Zwischenräume hier, die schneide ich jetzt einfach mit dem Fadenschneider. Ihr wisst ja, ihr findet alles, was ich hier benutze, bei uns im Shop. Und ich finde den Fadenschneider immer recht praktisch, weil der ist klein und handlich und liegt schön neben der Nähmaschine. Und der ist wirklich so, ich finde den sehr angenehm, liegt angenehm in der Hand. Den gibt es auch noch in einer preiswerteren Variante. Den nehme ich dann immer gern mit für die Reise. Wie ich jetzt zum Beispiel in Köln war, war der mit dabei, weil der hat eine Kapsel. Und dann ist der hier gut aufgeräumt und kann mir nichts kaputt machen in der Tasche. Wobei der eben keine Kapsel hat. Ich glaube, der hatte mal so ein Plastiküberstreifteil, aber das war jetzt nicht wirklich ein Verschluss, sondern das war, glaube ich, eher für den Transport, dass es während dem Transport nicht irgendwie kaputt geht. So, dann bügeln wir unsere Dreiecke. So, da haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und ich habe ja hell und dunkel und da wird jetzt alles unter die dunkle Stoffseite gebügelt. Dafür lege ich das Dreieck mit der hellen Stoffseite auf die Bügelmatte. Es sind übrigens wieder Bügelmatten da. Sind endlich wieder gekommen. So, einmal hier. Und da arbeite ich, wie gesagt, ja immer mit dem Finger ein bisschen, mit dem Fingernagel, die Naht ein bisschen vor, damit das schon ein bisschen vorbereitet ist, in welche Richtung das jetzt dann gehen soll. Genau. Ja, ich war am Wochenende ja in Köln auf der H&H. Viele von euch waren ja auf der Nadelwelt, habe ich gesehen. Das ist die Messe, bei der wir Händler normalerweise ausstellen. Also ich gehe leider nicht mehr auf Messen. Aber ich habe gesehen, dass einige Händler mit schönen Sachen da waren. Also ihr wurdet, glaube ich, gut mit Stoffen versorgt und anderen Sachen. Und die Ausstellung war ja wieder grandios. Also da finde ich es immer sehr schön, was ich da dann auch im Internet für Bilder sehe. Und ich war auf der H&H. Die H&H ist die Messe für uns Händler zum Einkaufen. Also das sind dann die Stoffhersteller oder Kurzwarenhersteller. Und die H&H ist keine reine Stoffmesse, da gibt es auch Wolle. Also hier, Gott sei Dank fange ich das nicht auch noch an. Also ein Wollladen auch noch, nein. Da, ja, das würde überhand nehmen. Und ja, es war schön auf der H&H. Es war furchtbar kalt in Köln. Ich war am Sonntag, dann nämlich dann noch im Dom beim Gottesdienst. Nicht, weil ich jetzt besonders gläubig bin, aber ich wollte das mal erleben, wie das so ist, in einem Dom einen Gottesdienst zu sehen. Also war sehr interessant, besonders auch der Chor, der dann den Dom so beschallt hat. Also das hat mich sehr, ja, berührt, wenn man so will. Ob ich in Köln auch Kefesset begegnet bin? Ja, bin ich. Aber ich bin immer nicht so ein Groupie. Ich schaue mir das immer von Weitem an. Ich habe, glaube ich, auch ein Foto gemacht, das ich gepostet habe. Aber ich bin nicht der dann hinrennen muss und sich da jetzt irgendwas signieren muss. Da bin ich immer so, Das war schon damals so, wie es, weiß nicht, was hatten wir? New Kids on the Block und Take That war zu meiner Zeit. Und da sind alle meine Freundinnen immer hingedüst auf irgendwelche Konzerte. Und ich habe mir gedacht, nö, ich finde es schön zu Hause.
ich muss jetzt da nicht auf irgendwelche Konzerte und Groupie spielen und so ist das auch. Ich fand es sehr schön, von Weitem zuzuschauen, wie er interviewt wurde, wie er die Bücher signiert hat. Also es war sehr nett, aber so ganz nah ran bin ich nicht. Nein, aber war schön. Genau, Cafesset war da. Und sonst, ja, einige Händler, die ihr kennt, habe ich gesehen. Und ja, die Firmen, es waren wieder, ich finde die H&H schön, weil die ist so kreativ gestaltet. Also es gibt auch Stoffmessen, wie zum Beispiel in München, die Munich Fabric. Das ist so eine Messe, die wirklich sehr clean ist. Da gibt es weiße Boxen. In diesen weißen Boxen sitzen dann die Händler mit ihren Stofflaschen. Da ist nicht wirklich viel dekoriert. Da gibt es keine großartigen Inspirationen für uns Händler. Da sind keine Quilts irgendwo ausgestellt oder da hat irgendjemand was Schönes gestrickt. Also das ist da nicht so in München. Und deswegen, ja, finde ich München da immer ein wenig schade. Die ist wirklich bloß für Meterware einkaufen, also die für die Unkreativen. Und für uns kleine Händler ist die H&H halt schön, weil wir auch Inspirationen bekommen, weil wir auch ein bisschen, ja, unsere Seele da ein bisschen Kreativität tanken können. Also da, das war wieder mal schön. Da habe ich euch ja auch ein paar Fotos gezeigt von einem, ja, von so einem ausgestellten Barockkleid, das dann so, was waren das, Bänder drüber gelegt hatte oder, ja, weiß ich nicht. Also ich fand es wieder sehr inspirierend. So, also diese Dreiecke habe ich zusammengenäht. Ich schneide jetzt hier die Teilchen ab, die Ecken, Ohren, was auch immer, wie man sie nennen möchte. Und zack. Man muss es nicht machen. Ich mache es, weil ist ein bisschen weniger Stoff im Quilt. Also wenn man das auf den kompletten Quilt rechnen würde. Und ich finde, es ist ein bisschen ordentlicher. Und ich bin ja hier so der Genauigkeitsfreak, der Ordnungsfreak. Und deswegen schneide ich es immer ab. Also ich brauche sie jetzt nicht, um mir irgendwelche Nähpunkte oder sowas noch zu markieren. Manchmal sind die Ecken nämlich nicht schlecht beim Zusammennähen, aber bei dem Projekt hier brauche ich sie jetzt nicht. Ja, ich hoffe, ihr hattet auf der Nadelwelt ganz viel Spaß. Ich habe ja gesehen, hier erlebt hat, ist da. Hallihallo. Sie hat ganz viel schöne Quilts dort ausgestellt. Also ich fand es schön, euch zuzuschauen, eure Storys zu sehen. Das war sehr schön. So, wir nähen das Ganze, ich habe es auch in der Anleitung, wir nähen das Ganze jetzt zusammen. Ich nähe es in Reihen zusammen, weil das einfach ein bisschen einfacher ist. Wenn ich die erste Reihe in diese Richtung dann bügel, die zweite Reihe zusammengenäht habe, in diese Richtung bügel, die nächste Reihe wieder in diese Richtung bügel, die nächste in diese und die nächste in diese. Weil wenn ich die immer so unterschiedlich bügel, dann kann ich die nachher hier bei den Übergängen, weil wenn ich alles in diese Richtung bügel, ist ja jetzt hier dann die Nahtzugabe unter diesem. Ja, also die Nahtzugabe von dem oder von beiden ist unter dem hier. Und bei den beiden ist die Nahtzugabe von den beiden unter dem hier. Und deswegen gibt es dann hier an dem Punkt so eine kleine Stelle, wo die so ineinander rutschen. Wenn hier mehr Stoff ist und hier mehr Stoff, dann gibt es hier so eine kleine Wulst und dann rutschen die da so schön zusammen. Deswegen nähe ich das in Reihen zusammen. Du kannst natürlich auch in der Mitte anfangen und im Kreisraum nähen. Da bleiben viele Möglichkeiten offen. Hauptsache, du kriegst am Ende das Bild zusammen, dass er ausschaut wie der hier. Oder wie das, was du dir da unten eingezeichnet hast. Ne? Also das ist egal, wie du dahin kommst. Ich finde es bloß ein bisschen einfacher, wenn man das eben vorher in Reihen zusammennäht. So, jetzt muss ich meine Übersicht neben mich legen, weil sonst nähe ich jetzt die Dreiecke wieder verkehrt an. Das wollen wir ja heute mal. Wir wollen es heute mal ohne Fehler schaffen. Jetzt habe ich es gesagt, ne?
Also, die erste Reihe habe ich Dreieck, hellen Hintergrundstoff, ein dunkles Teil, den hellen Hintergrundstoff und ein Dreieck. Nehme ich jetzt alles unter die Nähmaschine und nähe es der Reihe nach zusammen. Ja, bei mir war meine Tochter mit in Köln. Mein Einkaufsaufpasser. Erstens, damit sie mich ein bisschen berät, was wir so für Stoffe brauchen. Das ist ja immer schön, wenn man nochmal so ein anderes Auge hat. Und mein Mann meinte bloß, schau, dass die Mama nicht so viel einkauft. Also das ist nicht nur, wenn man in die Stadt geht, um Klamotten zu kaufen, dass der Mann da sagt, aber nicht zu viel, sondern das sagt er auch im Laden. Was habe ich eingekauft? Ich habe das Pre-Cut-Abo, also die Charm-Packs, habe ich wieder ein bisschen verändert, mehr in die moderne Richtung, weniger das Traditionelle. Weil manchmal sind ja auch so amerikanische Muster damit dabei. Für die Amis ist es natürlich schön, aber in Deutschland wird es relativ wenig gekauft. Deswegen solche Sachen habe ich mal rausgeschmissen. Oder das auch dieses tief traditionelle, zum Beispiel, wer macht da was? Morrison, der ist zwar, ich weiß, da gibt es einige Fans von euch, aber der ist mir zu dunkel. Und ich habe auch festgestellt, dass auch das ein bisschen weniger geht. Dafür gibt es mehr moderne Sachen. Und zu den modernen dazu gibt es dann noch von Basic Grey, von 316 und noch eine. Die sind zwar auch traditionell, ähnlich wie Editha Sita, aber die haben nicht diesen dunklen, diesen Civil War Touch, sondern die sind ein bisschen heller gehalten. Und deswegen kann ich mir die gut vorstellen, dass die gemocht werden. Ja, dann habe ich noch Baumwollvlies gekauft für Rückseiten von Quilts. Weil viele von euch mögen es ja immer kuschelig. Da habe ich welche in verschiedenen Ausführungen. Mal so ein bisschen so ähnlich wie Frotti. Ein bisschen, also nicht ganz Frotti, aber so fasst sich so ein bisschen an wie Frotti. So ein bisschen kann ich mir gut unter Babydecken vorstellen. Und dann habe ich noch eins, das ist, das ist glaube ich ein Polyestervlies, 100% Polyester. Das ist heute sogar schon gekommen. Also die Großhändler sind fix unterwegs. Und das ist auch gut, wenn ihr Vliesjacken nähen wollt, also nicht nur für Quilts. Ja, das ist so irgendwie so ein Sportvlies eher. Ohne so ein ganz glattes. Schön warm, schön kuschelig. Genau. Was habe ich noch gekauft? Oder bestellt? Man kann da ja nur bestellen. Also man kann da nichts mitnehmen im Großen und Ganzen, sondern man kann da ein paar Pre-Cuts gibt es da, die man mitnehmen könnte. Davon hatte ich aber schon alle, also zumindest die Charm Packs. Aber ansonsten kann man da wirklich nur bestellen. Und das wird dann halt irgendwann geliefert oder erst noch produziert oder wie auch immer. Und ja, ich habe einen Katalog mitgenommen von Kurzwaren, die ein bisschen anders sind, mal ein bisschen schöner sind. Das ist so eine französische Firma. Da muss ich mal gucken, ob uns da was taugt. Und so viel habe ich gar nicht gekauft. Ich war relativ zurückhaltend, aber normalerweise, ich habe ja meine
meine Händler, die zu mir in den Laden kommen. Und ja, da bin ich eigentlich nur auf der Messe, weil ich gucken wollte, ob es nicht vielleicht irgendwas ganz Neues gibt, was ich noch nicht kenne. Da wurde ich aber leider enttäuscht. Es gab natürlich schon Sachen, die ich nicht kannte, aber die haben wir dann auch nicht gebraucht. Ja, das war dieses Mal in der Hinsicht nicht so ergiebig. Aber es war trotzdem schön. Mal ein Ausflug mit meiner Tochter. Wir hatten ein Hotel in der Innenstadt. Also das ist ja sowieso, die Messe ist auf der einen Seite vom Rhein und die Innenstadt ist dann auf der anderen Seite. Zumindest also die Innenstadt in dem Sinne, wo man dann shoppen gehen kann. Das ist ja wichtig für Teenager, ne? Und da waren wir dann noch, hinterm Hotel war das dann gleich. Also sind wir nochmal shoppen gegangen, damit der Teenager auch noch was von dem Ausflug hat. Und am nächsten Sonntag, da hat sie sich dann, meine Tochter sich dann noch mit Freundinnen getroffen. Und ich bin noch ein bisschen, wie gesagt, in den Dom gegangen. Ich liebe nämlich Kirchen, weil man da ja auch normalerweise, wenn man ein bisschen die Augen offen hält, findet man auch viele Quiltmuster, Patchworkmuster in so Kirchen, in Fliesen oder in Kirchenfenstern. Also da muss man manchmal bloß ein bisschen genauer hinschauen. Und dann findet man irgendwelche verschnörkelten Sachen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch bei unserem Ausflug in die... Wann war das? Ich glaube, Fasching waren wir. In den Faschingsferien waren wir in Regensburg. Das ist ja nicht weit von uns. Da fahren wir so eine Stunde, ein Viertelstunden, je nachdem, wie der Verkehr ist. Und dann waren wir noch auf der Walhalla. Das ist ja so eine Ruhmeshalle. Und da oben habe ich ein paar schöne Fliesen gesehen und ein paar schöne Quiltmuster. Das hatte ich euch, glaube ich, auch fotografiert und in die Story damals gepackt. Also bei solchen Sachen kann man sich von der Außenwelt ganz nett inspirieren lassen. So, ich habe es bis jetzt noch geschafft, toi toi toi, meine Dreiecke nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen. Ich nähe, wie gesagt, hier jetzt das Ganze in Reihen zusammen. Damit die Wetterfahne da auch in die richtige Richtung dreht, muss man ein bisschen gucken. Ich habe hier nebendran nämlich meine Anleitung liegen und dann kann ich da immer ein bisschen hinschauen. Ja, mich hat es gewundert, dass Cafacet da auf der Messe für uns war und nicht auf der Messe für euch. Klar ist es auch mal schön, wenn die Fans und die Läden, die Stoffe anbieten, auch den Herrn mal in echt sehen. Aber ich war ein bisschen überrascht. Im Nachhinein hätte ich nicht überrascht sein dürfen, weil ich hatte einen Newsletter bekommen, wo es drin stand. Aber nachdem da Cafacet stand und ich keine Stoffe von ihm habe und auch nicht bestell, habe ich den Newsletter mal übergangen. Und da stand anscheinend drin, dass er kommt und dass man da sich schon mal Bücher vorreservieren könnte und die dann signieren lassen könnte. Das hatte ich irgendwie überlesen. Von Prüm gab es oder Prim, keine Ahnung, jeder spricht es anders aus.
Selbst die, die in der Firma arbeiten, die einen sagen Brüm, die anderen Brim. Die Familie selber sagt Brim. Die müssten sie ja wissen, wie sie heißen. Aber ja, also die, für die kurz waren, ich sag Brüm, die haben was Neues auf den Markt gebracht. Man hat ja immer diese Ösen und die Ösen und Druckknöpfe. Da breche ich mal meine Näherei. Ösen und Druckknöpfe mit der Zange gemacht oder mit dem Werkzeug, das in der Schachtel mit dabei war. Und da hat Brüm jetzt was Neues rausgebracht. Das ist zum auf den Tisch stellen mit so einem Hebel, den man nach unten drücken kann. Ich habe es mir angeschaut, aber ich habe es nicht ausprobiert. Weil mir waren da schon wieder zu viele Leute. Ihr wisst ja, viele Leute und ich. Ich weiß nicht, seit Corona ist da irgendwie bei mir der Wurm drin. Menschenansammlungen. Hat schon im Zug gereicht. Wir sind mit dem Zug nämlich hingefahren. Und ja, im Zug war es relativ voll. Die Sitzplatzreservierung auf dem Heimweg hat nicht funktioniert. Deswegen wurden wir dreimal umgesetzt, weil wir hatten keine Sitzplätze reserviert, weil ich gedacht habe, naja, wir werden zu zweit wohl einen Sitzplatz bekommen. Hat ja auch immer funktioniert. Bloß kaum waren wir eingestiegen, hat jemand zu uns hinten dran gesagt, ja, das sind aber unsere Plätze. Obwohl gar nichts da stand. Dann hat der Schaffner durchgesagt, die Anzeigen wären kaputt und wir sollen doch bitte den Leuten, die eine Reservierung haben, die Plätze freimachen. Gut, dann sind wir woanders gesessen. Dann kam ein paar Stationen später wieder jemand, das sind unsere Plätze. Dann haben wir uns wieder umgesetzt. Und so kurz vor Würzburg kamen dann Mädels, ich glaube 8 oder 9, so ein Junggesellinnenabschied. Und dann sind die alle in unsere Richtung gelaufen. Und ich dachte schon, nicht schon wieder. Aber wir hatten Glück, die vor uns waren dran. Die mussten uns sich dann umsetzen. Also das war, ja, die Bahn. Aber da waren so viele Leute im Zug. Da hat dann ein, ich weiß nicht, glaube, war es Inder? Ich habe so genau nicht sehen können, ich habe es bloß gehört. Also entweder war es was Arabisches oder was Indisches. Und der Mann hat schön gesungen. Er hatte Kopfhörer auf und hat immer die Hälfte von dem, was da kam, irgendwie mitgeträllert. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich fahre ja normalerweise, wie gesagt, nicht Zug, weil der Laden ist nicht weit weg. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit dem Zug in den Laden kommen würde. Deswegen sind die öffentlichen für mich relativ selten, dass ich die benutze. Also da, ich Hut ab jeden, der da täglich mit fährt. Das ist, ist sehr anstrengend, finde ich. So, also ich habe meinen Block genäht. Jetzt sieht er noch ein bisschen komisch aus. Genau, ich glaube, die Jackie hat dir, Vera, beantwortet. Da war nämlich Termin H&H. Also die ist eigentlich immer... Ja, immer um den, genau, 24.03. meinem Sohn seinen Geburtstag. Deswegen muss ich da immer so ein bisschen Slalom laufen. Und deswegen war ich dieses Jahr auch total froh, dass er am Wochenende danach stattfindet. Aber nächstes Jahr habe ich dann wieder die Karte, dass ich schauen muss, wann ich hinfahre, damit mein Mann nicht die ganze Meute alleine hier Geburtstag feiern muss. Aber wie wohl gemerkt wäre, die H&H ist eine reine Fachhandelsmesse. Da darfst du nur mit Gewerbe rein. Also ohne Gewerbe ist da kein Zutritt. Weil wie gesagt, es gibt auch wirklich nichts zu kaufen. Also da ist nicht hingehen, mitnehmen, sondern da ist wirklich hingehen, Bestellzettel ausfüllen und dann aber auch die Mindestbestellmenge. Manchmal ist die bei Erstbestellungen bei 1000 Euro. Also da müsst ihr schon einen Laden haben oder ein Gewerbe haben, damit es Sinn macht, wirklich da einzukaufen. Und die lassen euch auch nicht rein ohne Gewerbe. Also da, und wie gesagt, das ist auch für ohne Gewerbe jetzt nicht so der
das Hochinteressante. Weil man muss, wie gesagt, in Massen einkaufen. Genau, also nur, dass niemand enttäuscht ist, wenn er nämlich dahin fährt und dann erstens nicht reinkommt und zweitens sich denkt, ja, und wo sind jetzt die Sachen, die ich mitnehmen kann? Das ist da nicht so. Genau. Also, wir haben hier, ich glaube, er läuft in die richtige... Ich darf das nicht im Bildschirm anschauen. Ich muss einen umdrehen. Entschuldigung, das war mein Rollo, das gerade runtergegangen ist. Also hoch, runter, rüber, hoch. Ja, jetzt habe ich einen umgedreht. Da, genau. Also die Wetterfahne läuft dann, ich glaube bei euch läuft es jetzt gegen den Uhrzeigersinn, bei mir läuft es im Uhrzeigersinn. Ist ja wieder dieses Spiegelverkehrte, ne? Genau, also da, dass sich die Dreiecke halt in irgendeine Richtung drehen, das ist der Effekt dieses Blocks. Die Vera, nein, du kannst mich ja mal im Laden besuchen. Das wäre eine Alternative. Nee, oder vielleicht, ich habe überlegt, ob ich nächstes Jahr mal als Besucher wieder auf die Nadelwelt fahre, wenn sich das nicht wieder überschneidet mit der Messe in Köln. Genau. Und, ach, jetzt schnall ich's. Du wohnst ja in der Nähe von Köln. Ah, langsam tackert's bei mir auch in diesen müden Hirn. Genau. Ja, da können wir uns treffen, wenn du Lust hast. Gerne, gerne. So, also ich bügel jetzt die Nahtzugaben auf die eine Seite bei dem einen Streifen und der nächste Streifen geht dann auf die andere Seite. So, jetzt muss das bloß nicht so oft rumdrehen, damit ich da... So, und die sind jetzt hier und dann müssen die da lang. Ach so, vielleicht könnte ich das mal ein bisschen drehen, dann könnt ihr da zuschauen, ne? Ja, nicht lachen, Vera, ich bin langsam hier alt. Apropos alt, also dieser Junggesellinnenabschied da im Zug, ne? Das waren so Mädels, wie alt sind denn die gewesen? Vielleicht 23 bis 25, 22, ich glaube, die eine war, glaube ich, 22. Also sagen wir mal 20 bis 25. Sagt die eine nicht zur anderen, weil sie es irgendwie übers Alter hatten. Besser irgendwas als 42. Ich saß dann da, dachte mir, super, ich werde dieses Jahr 44. Was bin ich jetzt dann für die Oma? Nee, die waren total süß. Die sind nach München gefahren, die haben sich dann auch drüber unterhalten. Anscheinend wird ganz traditionell mit dem Dirndl geheiratet. Haben sich dann drüber unterhalten, ob das Dirndl weiß sein soll oder ob das Dirndl eine andere Farbe sein darf. Dann kann man es nämlich wieder anziehen. Also das war eine total süße Unterhaltung. Aber das mit dem Alter, habe ich mir echt gedacht, wow. Da habe ich meine Tochter so angeschaut, die neben mir saß. Wie gesagt, 15, die wird jetzt 16 im August. Dachte ich mir auch, ja. Also für so eine 16-Jährige war meine Mutter damals auch so ein altes Eisen, so Mitte 40. Ja. Da sieht man langsam, ne? So, wie gesagt, ich versuche das immer hier im Blick zu behalten, welches in welche Richtung gebügelt werden muss. Der gehört so. Und dann muss ich jetzt wieder so rüberbügeln.
Ja, ja. Die Girlies. Weil der Junggesellenabschied muss recht süß gewesen sein, weil die haben dann dauernd Fotos angeguckt. Ich weiß nicht, hattet ihr Junggesellenabschiede? Ich hatte nicht wirklich einen, weil ich wollte auch keinen. Meine Trauzeugin hat mit mir da wenig organisieren müssen. Wir waren bloß bei uns am Altstadtfest. Das war ganz nett. Und ich musste Gott sei Dank nicht irgend so einen Käse verkaufen. Weil ich glaube, deswegen war der große Grund, warum ich das nicht so mochte. Weil diesen ganzen Blödsinn. Ich bin da nicht so ganz für zu haben. Ich bin zwar gern zum Feiern und hier mal ein Sektchen, aber so diesen ganzen Spaß mit diesem Bauchladengedönse und womöglich noch irgendeine komische Kopfbedeckung und Schärpe und weiß ich nicht. Nee. Nee. Das ist nicht so meine Welt. Also, jetzt habe ich wieder was gesagt, ne? Macht man sich angreifbar. Kommt demnächst jemand in den Laden, ne? Also gut, nein. Ich habe sie jetzt so gebügelt, dass die Nahtzugaben alle nach da laufen, die Nahtzugaben alle nach da, hier alle nach da, hier alle nach da und hier unten alle wieder nach da. Somit kann ich die jetzt schön zusammenlegen. Also ich klappe. Ja. Ich klappe den ersten jetzt einfach bloß so runter und nähe hier oben zusammen. Ich stecke es vorher noch. Kannst du machen. Meine Brille liegt heute auch zu weit weg. Also meine Augen waren auch immer schlechter. Die Longarm war ja beim Doc. Und da mussten wir was abbauen und dann wieder dran bauen. Also bis ich diesen Schlitz von der Schraube da gefunden habe. Ja, das ist schon spannend, was jeden Tag so neues Wehwehchen dazukommt. Ich bin auch gespannt, wie im Mai bin ich nicht da. Da renne ich ja mit meiner Nachbarin durch Portugal und Spanien. Da laufen wir den Jakobsweg. Und ich lese jetzt schon seit einem halben Jahr immer ganz fleißig, wie man am besten die Füße darauf vorbereitet, damit man möglichst wenig Blasen bekommt. Und was weiß ich was, jetzt lese ich gerade so ein Buch über eine, die den Jakobsweg durch Spanien gelaufen ist. Also nicht durch Portugal und Spanien, sondern von Frankreich, Spanien rüber. Die über die Pyrenäen da gelaufen ist. Und ja, genau, die Kerstin schreibt, hierfür könnte man auch das Quilters Grit nehmen. Jein. Müsstest du gucken, weil beim Quilters Grit ist ja immer ein Inch angezeichnet. Und müsstest du gucken mit den Maßen, dass du da das gut anlegen kannst. Ja. Müsste man schauen. Genau. Ansonsten, von der Idee her, geht es wunderbar mit dem Quilters Grit. Weil da kann man, Quilters Grit ist das Vlies, wo man die Quadrate vorher aufbügelt und das dann bloß immer so knickt. Und dann kann man da schön nähen und hat die Übergänge schön. Die Nadel wollte nicht so ganz hüpfen. Ja, also wie gesagt, ich lese mich da gerade so ein und bin sehr gespannt. Die eine schreibt nämlich jetzt, dass ihr die Kniescheiben beim Bergablaufen da so furchtbar wehgetan haben. Wir haben jetzt da an der Küste entlang in Portugal nicht wirklich Berge. Also ich bin echt gespannt, wie ich das verkrafte, wenn mir manchmal in der Früh jetzt schon alles wehtut, ne? Wie gesagt, man wird nicht jünger. Und ja, werde ich euch berichten.
Schauen wir mal. So, der ist oben, dann kommt jetzt der hier dran. Na, und ihr seht oder wisst ja, dadurch, dass man hier die Nahtzugabe hat und hier unten, dann rutschen die hier so schön ineinander. Da nehme ich, wie gesagt, die Nadel und stecke die senkrecht rein. Und kann dann drüber nähen. So. Ja, der Block nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, sehe ich gerade. Oder ich quatsch heute zu viel. Weil im Grunde genommen ist er ja relativ simpel. Sind ja, wenn man so will, nur Dreiecke und Quadrate, aber was ist denn hier schon wieder los? Der Unterfaden. So, jetzt hat er. Aber man muss halt auch schauen, dass man die ordentlich zusammennäht, damit der Block dann schön wird. Immer gleich die Fäden abschneiden, dann hat man hinterher ja nicht mehr so viel zu schnibbeln. So. Das ist jetzt Reihe Nummer 4, die ich gerade anstecke. Und noch eins. Ne? Gut. Ja, ich habe ja festgestellt, dass diese Woche ein Feiertag drin ist. Ich habe nämlich munter auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Wir sind dann am Donnerstag, Freitag, Samstag wieder für euch da. Wo ich mir dann gedacht habe, später dann, nö. Aber ich glaube, es ist jedem klar, dass am Feiertag der Laden nicht offen hat. Deswegen bin ich am Donnerstag da, also morgen. Und am Samstag wieder. Weil ich muss eh quilten. Und schaue ich mal, ob jemand kommt zwischen den Osterfeiertagen. Ob da jemand Stoff braucht. Ein paar kommen schon immer. Um sich die Feiertage, man muss ja nicht nur mit den Verwandten irgendwas machen. Man kann sich's ja auch mal gemütlich zu Hause mit der Nähmaschine machen. Und da braucht der ein oder andere dann doch manchmal noch ein bisschen Stoff. Deswegen werde ich am Samstag bestimmt nicht alleine im Laden sein. Aber am Freitag. Da haben wir ja Karfreitag, da ist ja zu. Ich bin gespannt, wie das Wetter jetzt langsam mal wird. Ich hoffe, es wird jetzt langsam mal ein bisschen wärmer. Vorhin beim Gassi gehen war es schon echt kalt. So, die letzte Reihe, alles schön angesteckt. So schaut er aus, der Süße. Und ich finde ihn als Tischläufer auch ganz schön. Ne, ich habe ja hier
Ja, das wäre der Tischläufer. Man kann ihn natürlich auch eins kürzer machen, je nachdem, was man für einen Tisch hat. Und ihr könnt es ja, wie gesagt, in verschiedenen Größen nähen. Ich finde es ganz niedlich. Und vorhin hatte ich ja gezeigt, wenn man diese Dreiecke hier außen noch anders macht, dann gibt es eben, das wäre der Block, den ich gerade genäht habe, mit den dunklen in der Mitte. Und wenn man die Ecken andersfarbig macht, dann erscheinen hier in der Mitte eben die hellen Quadrate oder hellen Dreiecke, die dann zum Quadrat werden. Also da muss man halt gucken, wie man das möchte. Ich bügel ihn jetzt. Jetzt bügel ich aber die Nähte auseinander, weil jetzt ist ein bisschen viel Stoff, ein bisschen viel Nahtzugaben überall und deswegen tue ich sie hier jetzt mal auseinander bügeln. So, na. Weiß jemand, wann die Nadelwelt nächstes Jahr ist in Karlsruhe? Ich glaube, das stand doch auch schon wieder fest. Da würde ich nämlich dann wahrscheinlich das nächste Jahr mal wieder dabei sein. Wenn sich, wie gesagt, das nicht wieder mit diesem ganzen Geburtstag und Fachhandelsmesse und sonstigen Schnickschnack überschneidet. Weil die Nadelwelt ist schon auch ein bisschen schöner, weil ich euch da ja alle sehe. Und ich finde das immer sehr, sehr schöne Unterhaltungen. Und wegen dem Einkaufen fahre ich jetzt da nicht gerade hin, weil die Stoffe habe ich ja selber zu Hause. Aber das letzte Jahr war das schön, euch da zu sehen, mit euch zu quatschen und die ganze Ausstellung anzuschauen. Das hat schon echt Spaß gemacht. So. Durch die vielen Nähte ist er noch ein bisschen hoch. Man könnte ihn jetzt mit Sprühstärke behandeln, mache ich jetzt aber auch nicht. Also ich schaue jetzt vielleicht nachher nochmal mit dem großen Bügeleisen drüber. Warum sind wir im Norden nur so stiefmütterlich dran? Du meinst mit Messen? Ah, 3. bis 5. Mai, die Nadelwelt. Na, das wäre ja mal cool. Mein Mann bringt mich zwar um, das eine Wochenende weg, das nächste Wochenende weg. Aber, ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde immer auch im Süden. Wir hatten früher ja in Erding eine Messe. Die ist zwar immer noch, aber die dadurch, dass die durch Corona angefangen haben, Samstag und Sonntag zu machen, ist die für mich auch uninteressant geworden, weil diese ganze mit Übernachtung und allem Möglichen, da macht mein Mann auch mich nicht mit. Und dann bräuchte man da, ja gut, vielleicht mittlerweile nicht mehr Betreuung für die Kinder, aber das ist ja im Süden weiter unten haben wir jetzt auch nicht wirklich so schöne Messen. Also es ist ein bisschen rar gesät mittlerweile, leider. Aber vielleicht wird es ja mal wieder besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, also unsere Wetterfahne. Kann man jetzt drehen, wie man will. Sie ist immer gleich. Ja, das ist ja auch der Sinn dieser Fahne. Und genau, das war jetzt 20x20. Ja, 20x20 habe ich genäht. Ja, ihr könnt die, wie gesagt, in 20x20, 30x30 oder 40x40 cm. Und
in 10x10, 15x15 und 20x20 Inch nähen. Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Anleitung gibt es im Shop, entweder einzeln oder den kompletten Sampler. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich werde jetzt hier nochmal mit dem großen Bügeleisen drüber gehen und dann ist der auch ein bisschen, sind die Nahtzugaben noch ein bisschen platter. Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die platt zu kriegen. Ich versuche jetzt einfach nochmal ein bisschen Wasser und ein bisschen großes Dampfbügeleisen. Genau. Ja, ich bin gespannt auf eure Modelle. Wenn ihr die postet mit entweder Wetterfahne oder Quiltvilla oder was auch immer. Oder wenn ihr den Sampler habt, dann Quiltvilla Sampler 2023. Dann könnten wir die alle vergleichen, schön sehen und ja, dann freue ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöne Ostern und ja, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Da nähen wir dann schon Block Nummer 15. Genau, also schöne Ostern, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.